Hi zusammen, jetzt geht es wieder um einen Quick-Tipp und zwar geht es um den rechten Arm. Und zwar letztes Mal ging es ja um den linken Arm, jetzt geht es tatsächlich um die Position des rechten Armes. Ich kann immer wieder erkennen, dass ganz, ganz viele Golfer mit beiden Armen gestreckt nach unten, vielleicht sogar noch überstreckt dastehen. Aber man darf nicht vergessen, dass im Rückschwung der rechte Arm gebeugt sein muss, beziehungsweise beugen darf und soll. Ja? Wenn jetzt natürlich der Arm in der Überstreckung ist, dann ist das oft wie so ein Collapsing. Deswegen der Quick-Tipp für euch. Habt mal das Gefühl, ihr dreht die Blutabnahmestelle nach oben und ihr dreht den Ellbogen mehr zum Körper. Also sprich, Motto heißt, den rechten Ellbogen zum Speck für die Rechtshänder, für die Linkshänder natürlich andersrum. So, und wenn ihr das schafft, ihr seht von hinten dann ein bisschen den vorderen Arm rausblitzen, dann kommt dieser Arm auch gleich in die Möglichkeit, sich beugen zu lassen. Ja, also schaut einfach mal, dass ihr das so macht, dass ihr quasi den rechten Arm, den rechten Ellbogen Richtung Speck dreht und dann fällt euch auch der Rückschwung bzw. die Einleitung leichter. So, ein ganz kurzer und schneller Quick-Tipp und ich hoffe, es wird euch was bringen. Probiert es mal aus. Ich freue mich natürlich über jedes Feedback, über jeden Like auf Instagram und natürlich auch auf YouTube und ich hoffe, wir hören und sehen uns bald wieder. Bis dann, ciao!